Ach ja, richtig. Das Streifgebiet vom Fuchs, also das Revier, man spricht beim Fuchs von einem Streifgebiet, die Größe variiert zwischen ein paar Hektar in der Stadt, weil da wirklich die Nahrungsdichte entsprechend groß ist, bis zu 1000 Hektar in Schweden beispielsweise, wo es kaum was zu futtern gibt. Da hängt es dann auch so ein bisschen davon ab, ob gerade ein Lemmingjahr ist, wo es jede Menge kleine, lustige, putzige, hamsterartige Tiere gibt, die da gemampft werden dürfen. Der Lemming ist eine Wühlmaus, kein Hamster, aber es sieht so ein bisschen so aus. Ich glaube, in Deutschland haben wir mal irgendwann gehört, das Durchschnittsfuchsrevier ist zwischen 100 und 300 Hektar groß. So genau weiß das keiner, aber bei Freiwildbahnfüchsen, Nichtstadtfüchsen, ist so zwischen 100 und 1000 Hektar alles dabei. Über die gesamte Fuchsverbreitung auf dem Planeten, in Deutschland tendenziell eher ein bisschen weniger. Gut, diese Streifgebiete verteidigt der Fuchs gegen Artgenossen männlicher Art. Also ein männlicher Fuchs will die Männer nicht drin haben. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass Fähen, also weibliche Füchse, die anderen Fähen nicht in ihrem Revier haben wollen. Grundsätzlich dulden sie sich aber gegenseitig. Also das jeweils andere Geschlecht, so rum, das jeweils andere Geschlecht wird geduldet, sprich ein männlicher Fuchs hat wenig bis überhaupt keine Probleme mit der Anwesenheit von Damen, während die Damen den Herren relativ gut dulden. Die begegnen sich dann auch mal außerhalb der Paarungszeit und ja, beschnuppern sich vielleicht ein bisschen und gehen dann wieder ihrer Wege. Da sind keine größeren Interaktionen, zumindest nicht bekannt. Vielleicht gibt es da auch sowas, dann wissen wir es nicht. So, jetzt muss ich nochmal auf den Zettel gucken. Ganz grob muss man sagen, dass die Streifgebietsgröße halt immer vom Nahrungsangebot abhängt. Das war ja vielleicht eben aus dem Vergleich Schweden zu Deutschland recht gut ersichtlich, wo es viel zu futtern gibt, kleines Streifgebiet, wo es wenig zu futtern gibt, wo weit gesucht werden muss, um was zu essen zu finden. Großes Streifgebiet ist relativ eingängig. Ja, zu der Lebensweise im Rudel komme ich dann später. Und jetzt gehen wir erstmal auf die Sache mit der Fortpflanzung ein. Denn die verläuft, zumindest der biologische Teil des Ganzen, bei sowohl Fuchsrudeln als auch einzelgängerisch lebenden Füchsen relativ identisch. Und zwar, wo steht's? Die Paarbildung findet in der Ranzzeit statt. So weit, so gut. Jetzt müsst ihr natürlich noch wissen, wann die ist. Die ist so Anfang bis Ende Januar setzt sie ein und geht dann so bis Anfang bis Ende Februar, so ganz grob. Klimawandel spielt da auch wieder eine gewisse Rolle, dass sich das unter Umständen verlängern, verschieben oder irgendwie ganz komisch verändern kann, ist noch nicht so ganz untersucht, hängt halt eben irgendwo davon ab, dass die Füchse ja nicht genau wissen, wann Januar oder Februar ist. Die haben ja keinen Kalender und gehen so ein bisschen nach dem Wetter. Wenn der Frühling also viel, viel, viel früher dran ist, könnte es also sein, dass die Ranzzeit auch ein bisschen früher stattfindet. Normalerweise nähert sich ein Rüde einer Fähe in den meisten Fällen. Allerdings gibt es auch sogenannte Ranzgesellschaften. Da sind dann mehrere Herren an einer Dame interessiert. Und da hat man wohl schon bei Fuchsjagden auf den Bau mit dem Stöberhund aus dem Bau heraus bis zu 6 Füchse pro Bau herausgetrieben. Also sprich eine Dame und vermutlich 5 Herren, weil die Damen verbünden sich ja nicht untereinander, beziehungsweise nicht mehrere Damen haben Interesse am gleichen Herren. Das kommt nicht vor, muss also sowas gewesen sein. Und das Ganze mit der Monogamie nehmen die Füchsinnen also nicht so genau. Da muss man sagen, das ist interessant bei den Füchsen, es sind eher die Füchsinnen, die das mit der Monogamie nicht so genau nehmen. Die Rüden sind meistens zufrieden, wenn sie bei einer Füchsin gewesen sind. Während die Füchsin halt unter Umständen dann durchs Hintertürchen ihres Baus noch irgendjemand anders reinschmuggelt, um das mal ein bisschen zu vermenschlichen, wie das ablaufen könnte. Das nur mal so am Rande angemerkt. Übrigens, Monogamie wäre beim Fuchs auch nicht zielführend, weil durch die Bejagung des Fuchses, die werden nicht alt, wird immer mal wieder der eine oder andere Partner weggeschossen, weshalb es einfach
schlecht wäre, wenn sie dann ewig trauern würden, in Anführungszeichen, und Schwierigkeiten hätten, einen neuen Partner zu finden. Das ist mit der Polygamie da also durchaus vorteilhaft. Man hat allerdings auch schon monogame Fuchspaare festgestellt. Insbesondere in Gefangenschaft gibt es die, wo sie überhaupt nicht damit rechnen, weggeschossen zu werden, zu Recht. Und auch in freier Wildbahn hat es das wohl auch schon mal gegeben. Also die Liebe unter Füchsen ist wohl offensichtlich auch möglich. Jetzt darf man natürlich daran zweifeln, dass es da sowas wie Liebe gibt, aber wer weiß es. Gut, dann zum Ablauf der Paarung. Es ist so, dass die Ranz schon 2 Wochen bevor, vor dem Eisprung, bevor die Fähe überhaupt fruchtbar ist, ungefähr 2 Wochen vorher durch entsprechende Duftsignale angekündigt wird. Und der Rüde wird dann schon aufmerksam, oder ist es bald soweit? Man vermutet, dass sie auch relativ gut unterscheiden können, wann es denn soweit sein wird, dass dann die entsprechenden Duftsignale vielleicht auch intensiver werden im Laufe der Ranz. Aber das ist ein bisschen umstritten und das weiß auch wieder keiner so genau. Jedenfalls, wenn es dann soweit ist, ist meistens zu beobachten, dass der Rüde dann halt mit irgendwelchen Annäherungsversuchen, zu denen ich jetzt nichts Genaueres beschrieben gefunden habe, versucht, das Weibchen davon zu überzeugen. Jetzt doch, es gibt aber auch Fälle, das ist auch wie bei uns Menschen, wo es dominante Frauen gibt, die dann quasi von sich aus einmal den Schwanz zur Seite klappen und quasi vorne am Körper vorbeilegen, was dann vom Rüden auch sehr schnell, wurde mehrfach beobachtet, als jetzt geht's los Signal interpretiert wird. Paarung geht in sich sehr schnell, aber bei Kaniden, also Hundeartigen üblich, erfolgt der Abschluss der Paarung durch das sogenannte Hängen, bei dem er in ihr noch eine Weile hängen bleibt, weil der Penis anschwillt beim Fuchs, Mann, beim Rüden. Und das führt dazu, dass die dann eine Weile relativ unangenehm in der Gegend rumstehen. Ob das jetzt angenehm ist oder nicht, man weiß es nicht so genau. Diejenigen, die das beobachtet haben, die meisten von denen sind der Meinung, die sehen nicht besonders glücklich aus bei diesem Prozess. Und man hat auch schon beobachtet, dass andere Füchse das zusammenhängende Pärchen dann auch regelrecht ärgern, vorbeikommen und sie quasi, wenn man es vermenschlichen möchte, auslachen sozusagen oder anstupsen oder umwerfen. Also umwerfen hat es wohl auch schon gegeben angeblich. Oder es zumindest versuchen. So, ist das Weibchen dann erfolgreich befruchtet, also wirklich befruchtet, sprich da entwickelt sich jetzt was, nicht nur versucht, sondern es hat geklappt. In dem Moment, wo die Eizellen befruchtet sind, verändern sich dann auch wieder die Duftstoffe, die das Weibchen abgibt, zu hab schon, brauch nicht mehr quasi, und die Rüden verlieren dann auch relativ schlagartig das Interesse am Weibchen. Eine weitere Paarung findet nicht statt. Man müsste übrigens noch dazu sagen, dass das Weibchen nur so, habe ich im ersten Teil auch mal erwähnt, 2 bis 4 Tage überhaupt bloß fruchtbar ist. Teilweise auch nur 1 Tag. Also das sollte dann schon zeitnah stattfinden, nachdem es soweit ist. Die Tragzeit beträgt dann 51 bis 53 Tage, also so ein Mittel 52 in etwa. Und es gibt zwischen 1 und 13 Junge, im Mittel 5. Die Jungfüchse sind dann blind, grau und können gar nichts. Und jetzt muss ich nachlesen, weil immer diese Zahlen kann ich mir immer so schlecht merken. Nach circa 2 Wochen öffnen sie die Augen, nach 3 Wochen können sie dann laufen. Nach 4 Wochen gibt es dann feste Nahrung in Form von Maus meistens oder was halt gerade verfügbar ist. Bis dahin werden sie natürlich gesäugt. Das sollte ersichtlich sein bei Säugetieren. Und gleichzeitig, ungefähr gleichzeitig mit dem Einsetzen der Fütterung mit fester Nahrung, kommen sie zum ersten Mal aus dem Bau und spielen dann vorm Bau. Was für die Füchse auch ganz wichtig ist, um eben füchsische Verhaltensweisen im Spiel zu erlernen. Und das typische rote Fuchskleid haben sie dann so nach circa 3 Monaten. Bis dahin sind es diese sehr niedlichen grauen Jungfüchse. Also die sind schon knuffig, muss man sagen. Ich komme mir immer blöd vor, wenn ich sage, dass die niedlich sind, aber ja, doch.
Ja, ab der vierten Woche, also sobald die Jungen quasi vor dem Bau erscheinen, findet auch eine Entwöhnung der Jungtiere statt. Das läuft so ab, dass bis zur vierten Woche meistens noch ein Elterntier im Bau Wache gehalten hat oder vor dem Bau oder zumindest wirklich in Rufnähe gewesen ist. Danach übernehmen die Elterntiere beide. Achso, ich habe ganz vergessen zu sagen, dass der Rüde üblicherweise bei der Jungenaufzucht hilft. Also die leben so lange als Pärchen zusammen, bis die Jungviecher aus dem Bau sind, beziehungsweise ausgezogen sind, also wirklich weg vom elterlichen Einflussbereich. Und dann ziehen wieder Fähe und Rüde ihrer Wege. Hätte ich natürlich vorher dazu sagen müssen, aber ihr habt es vermutlich auch schon irgendwie vermutet. Das ist auch, glaube ich, nicht so unbekannt. Jedenfalls Entwöhnung von vierter bis siebter Woche eben, und danach bleiben die Jungfüchse noch so ein bisschen im elterlichen Revier, teilweise auch in der Nähe der Höhle, und da kommt auch mal noch ein Elternteil vorbei, meistens die Mutter, er ist dann meistens schon weitergezogen, und da wird schon noch ein bisschen gesorgt, aber nicht mehr so viel. Selbstständig, komplett selbstständig sind Jungfüchse dann mit 2 bis 4 Monaten. Irgendwo so in diesem Spektrum. Und bemerkenswert ist jetzt, dass junge Füchse nicht geführt werden. Sprich, die folgen den Eltern zwar teilweise mal ein bisschen, es scheint aber nicht notwendig zu sein. Ein Fuchs ist also durchaus eben aufgrund seiner Intelligenz und Anpassungsfähigkeit, vermutet man, in der Lage, ganz selbstständig das Jagen zu lernen, von sich aus, weil er irgendwie das mitkriegt, hirntechnisch. Und ja, kann das von alleine. Also man sieht keine Fuchsschule, wenn man das so nennen möchte, dass die Elterntiere irgendwie den Jungtieren was beizubringen versuchen, wie man das beispielsweise bei einem Bär beobachten kann. Da werden die Jungen ja wirklich von der Mutter angeleitet, wie das so funktioniert als Bär. Gut, abwandern tun dann die Jungfüchse mit Erreichen der Pubertät. Geschlechtsreife ist so spätestens mit 9 oder 10 Monaten. Teilweise geht es noch mal ein ganz kleines bisschen schneller, so irgendwie so grob in diesem Spektrum. Und spätestens dann wandern sie ab. Und jetzt muss man sagen, die Wanderung der Jungfüchse ist auch sowas, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Regionen, da wandern die sehr weit. Es gibt Individuen, die erheblich weiter wandern als andere Individuen. Allgemein kann man sagen, je niedriger die Populationsdichte, desto... Ja, nee, es ist schwierig. Es gibt Fälle, da ist bei niedriger Populationsdichte dann trotzdem eine riesige Wanderungsentfernung, also vergleichsweise riesige Wanderungsentfernung nachweisbar, weil das Nahrungsangebot so schlecht ist, dass die also weit weg müssen, um in ihrem eigenen Bereich überhaupt genug zu essen zu finden, weg vom anderen Fuchs. Elternteil in diesem Fall, normalerweise die Mutter oder eben der Vater, wenn die ein sich überschneidendes Streifgebiet haben. Jedenfalls, das ist die eine Sache. Es kann aber auch sein, dass sie dann gerade eben in so einem Fall, wenn es wenig Füchse gibt, nur ganz wenig wegwandern, weil das dann schon reicht, um quasi die nötige Entfernung zum anderen Fuchs hergestellt zu haben. Es ist also ganz unterschiedlich. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Wanderungsentfernung vom Geschlecht des jeweiligen Fuchses abhängt. Weibchen wandern viel weniger gerne und weit, vermutet man. Also weit weiß man, ob sie das gerne tun oder nicht. Das ist jetzt wieder eine Vermenschlichung, schon wieder. Damit habe ich es heute. Männchen sind durchschnittlich, glaube ich, ungefähr 5 Kilometer unterwegs und die Weiblein nur so 2,5 in etwa. Und das war es dann auch schon. Ab da gründen sie dann quasi ein neues Fuchsstreifgebiet. Wenn sie mal eins haben, sind sie dem auch ein Leben lang treu. Bei Rüden, sollte man vielleicht noch dazu sagen, kann es auch vorkommen, dass die dann im späteren Verlauf ihres Lebens nochmal zu wandern beginnen, dann aber auf Suche nach geeigneten Fähen und da dann zu diesem Zwecke größere Strecken zurücklegen. Meistens kehren sie danach dann in ihr ursprüngliches Revier-Streifgebiet zurück, sofern dieses nicht von jemand Stärkerem schon besetzt wurde in der Zwischenzeit. Was selten der Fall ist, weil diejenigen, die neue Streifgebiete besetzen, sind dann ja wieder Jungfüchse, und da ist ein Altfuchs natürlich stärker und größer und ja. Ja, und im letzten Kapitel für heute, vor schicker Sonnenuntergangskulisse hier, ganz ultimativ ausgewählt. Ich habe extra so lange gewartet mit Rumsitzen, dass die Sonne jetzt niedrig genug ist, dass es mit dem Aufstehen auch so richtig schön Sinn ergibt. Ne? Ja, Rudel bei Füchsen.
Das Ganze funktioniert jetzt erstmal folgendermaßen, dass wir nicht wissen, unter welchen Bedingungen sich eben eine Fuchsgruppe oder ein Rudel eben ausbildet. Es gibt dazu so ein paar Vermutungen. Man hat bis in die frühen 2000er angenommen, dass es relativ eindeutig davon abhängt, wie hoch die Fuchsdichte beziehungsweise damit verbunden das Nahrungsangebot ist. Sprich, bei Stadtfüchsen hat man eben diese Rudelbildung häufiger und bis dahin auch ausschließlich bei Stadtfüchsen beobachtet, weil die in der Stadt meistens eine sehr hohe Fuchspopulation haben pro Fläche, also pro 100 Hektar irgendwelche Zahlen von bis zu 6 Füchsen, während es im Wald so mit 1 bis 2 Füchsen pro 100 Hektar schon ja, relativ voll wäre. Aber nagelt mich bitte nicht auf diesen Dichteangaben, diesen genauen Zahlen fest. Das ist alles sehr schwierig und wir wissen es auch oft gar nicht so genau, wie viele Füchse es überhaupt in einem Gebiet gibt, weil das halt so leicht auch nicht festzustellen ist. Die Fuchszahlen stammen dann meistens aus den Abschlüssen, dass man das dann irgendwie umrechnet. Aber da wir nicht wissen, was wirklich effektiv an insgesamt Tieren da ist, sind es nur Schätzungen. So, und jetzt in der Stadt eben viel mehr Füchse. Sprich, für ein einzelgängerisches Dasein, das würde gar nicht funktionieren, weil nicht genug Platz für alle Füchse da ist. Und deswegen tun sie sich halt eben zu Gruppen zusammen. Und man muss an dieser Stelle ganz wichtig dazu sagen, in der Populationsdynamik der Füchse, das ist was, worauf ich im dritten Teil noch mal ein bisschen ausführlicher eingehen werde, kann man feststellen, dass die Zahl der Jungfüchse, die geboren werden, ganz stark davon abhängt, wie gut die Nahrungssituation für den Fuchs gerade ist. Wenn gut, dann viele Jungfüchse, wenn schlecht, dann wenig Jungfüchse. Und gleichzeitig kann man auch feststellen, dass bei intensiver Bejagung und demzufolge einer hohen Fuchssterblichkeit auch jede Menge Jungfüchse geboren werden, um das sozusagen auszugleichen. Aber wie gesagt, diese Populationsdynamik, die beim Fuchs wirklich enorm spannend ist, also für mich zumindest, im nächsten Teil noch ausführlicher. Aber so ist es halt eben auch zu erklären, dass bei überhöhter Fuchsdichte in städtischen Lebensräumen die Reproduktionsrate auch wieder zurückgefahren wird. Soweit sind wir uns auch noch relativ sicher. Und deshalb hat man es bisher auch so erklärt, dass es diese Fuchsrudel also eben nur in der Stadt gibt. Denn ein Fuchsrudel reproduziert deutlich weniger Füchse, als es einzelgängerisch lebende Füchse tun. Denn innerhalb dieser sozialen Gruppe von Füchsen, die so durchschnittlich 5 bis 6 Tiere beinhaltet, aber auch nur die Zahl wieder ganz, ganz, ganz grob und mit Vorsicht zu genießen, ist es so, dass sich nur das Alpha-Pärchen fortpflanzt. Hat man zumindest bis vor kurzem, in Anführungszeichen vor kurzem, noch gedacht. Das ist so ähnlich wie bei den Wölfen, da gibt es ja auch das Alpha-Pärchen, also da Wolfsrudel meistens ja auch Familienverbände sind, was man auch noch gar nicht so lange weiß, quasi die Elterntiere bzw. die Großeltern aus der nächsten Generation, wenn da auch noch ein paar andere, meist weibliche Tiere im Rudel verbleiben. Und ungefähr so sollte das bei den Füchsen wahrscheinlich auch funktionieren. Man vermeidet dann quasi, dass Polygamie auftritt innerhalb des Elternpärchens dadurch, dass die anderen Rudelmitglieder, die sozial ein bisschen niedriger eingestuft sind in der Rangordnung, eine soziale Unterdrückung der Hitze stattfindet. Also Hitze ist quasi bei Tieren, wenn sie paarungsbereit sind und das riechbar für das entsprechend andere Geschlecht ist. Und das findet überhaupt nicht statt. Die kriegen also auch gar keinen Eisprung, die sozial unterdrückten Tiere, wenn man das jetzt so nennen möchte. Und dementsprechend kann sich auch nur das Alpha-Pärchen fortpflanzen. Ja, dann noch ein paar Worte zu den Sozialstrukturen im Rudel. Es ist gar nicht so einfach, da überhaupt Sozialstrukturen zu erkennen. Es gibt da eine maßgebliche, soweit ich weiß, vielleicht gibt es auch noch mehr, aber eine maßgebliche Doktorarbeit, die sowas untersucht hat. Und da hat man eben festgestellt, die Füchse begegnen sich so im Laufe eines Tages gar nicht so häufig, obwohl sie der gleichen Gruppe angehören, die dann auch zusammen die Jungtiere aufziehen und sich dann natürlich häufiger begegnen. Aber außerhalb der jungen Aufzuchtsphase sind nur so 2 bis 3 Begegnungen der Tiere untereinander.
miteinander am Tag nachgewiesen. Und bei solchen Begegnungen, da beschnüffelt man sich wohl scheinbar ein bisschen. Vielleicht betreibt man auch ein wenig gegenseitige Fellpflege. Es ist aber wohl eher selten der Fall, wahrscheinlich, dass alle Tiere auf einmal zusammenkommen und dann, ja, irgendwelche Gruppenaktivitäten, vorsichtig ausgedrückt, miteinander durchzuführen. Man weiß da noch nicht so viel drüber und das Mysterium Fuchsrudel ist also weiterhin ein Mysterium, kann man definitiv so sagen. Die Nahrungssuche jedenfalls machen die einzelnen Füchse individuell alleine, liefern dann alles eben zentral ab, wenn es gerade Jungenaufzucht stattfindet, aber ja. Man muss dazu sagen, die anderen Tiere im Rudel, neben den reproduzierenden Alpha-Pärchen, wenn wir sie jetzt mal so nennen wollen, sind ganz oft dann irgendwelche Tanten des Nachwuchses, also Schwestern der Alpha-Fähe, oft. Das ist auch bei Wölfen relativ häufig der Fall. Und man hat auch beobachtet, wenn die reproduzierende Fähe, also die Alpha-Fähe, zu Tode kommt, sei es, weil sie geschossen wird oder irgendwie unter das Auto gerät oder sonstige Gründe, dann wird der Nachwuchs relativ häufig wohl von irgendwelchen Tantentieren adoptiert. Und im nächsten Jahr wird das entsprechend adoptierende Tantentier dann zur neuen Alpha-Fähe. Aber auch das immer schön mit Vorsicht zu genießen, das ist alles nicht so abschließend geklärt.